Jo. Gerd? Ja. So, willkommen zurück zum großen ETS-Konvoi. Mit Lumpi auch endlich. Ach, wir freuen uns, dass du da bist. Wir setzen jetzt über. Achso. Ja, Lumpi, ich wollte einfach nur nochmal nach dem Cut erwähnen, dass du da bist. Ach so. Wahrscheinlich bringt das überhaupt nichts, weil der Cut mitten in der Folge ist. Genau. Ja, aber wir sagen ja Tschüss und wir sagen ja auch wieder Hallo und so. Und also ich habe nicht Tschüss gesagt. Ja, aber ich. Ich auch nicht. Wo setzen wir hin? Nach Trelleburg, ne? Ja, nach Trelleburg. Trelleburg. Ich treller dir ein. Ja, du musst jetzt die Kurve hier schneiden, ne? Du kannst. Boah, nächstes Mal werfe ich ihn. Ohne Witz, wenn ich nochmal so einen Spacko sehe, dann werfe ich ihn um. Kriegen wir in Trelleburg jetzt einen getrellert? Das kann nicht sein, ey. Jedes Mal derselbe Mist. Warum können die Kurven einfach nicht mal so fahren, wie sie sollen? Alter, was ist denn hier los? Die fahren alle durch mich. Ja. Wer steht da? Wer steht da? Wer steht da? Wer ist vor mir? Ich weiß es nicht. Ich. Der Lumpi. Ja. Was ein Stau an der Fähre. Ah, ich hab Andi vor mir. Nein, ich bin hinter Lumpi. Ja, und ich bin hinter dir. Warum? Ich bin jetzt hinter dir. Alter! Ja, super. Ja, machst du gut, Junge. Wow. Was soll denn der... Was passiert denn? Du hast ganz knapp mit dem Heck an dem Schild vorbei. Wow! Alter. Ja, ich weiß. Das war, Alter, ja, super. Schön. Ich kann mich direkt zurücksetzen lassen. Hat er dich kaputt gemacht? Ja, mich hat einer gedrückt und ich bin mit dem LKW in der Straße gelandet. Komme ich auch nicht mehr raus. Ich häng in der Straße fest. Ach ja, okay. Super. Danke, Freunde. Sehr gut gemacht. Die Frage ist, jetzt warten wir oder fahren wir die 2 Meter bis nach Malmö und lassen Gerd schon mal abladen? Weiß ich nicht. Eine gute Frage. Mario? Weil ich glaube, hier Trelleburg ist jetzt eh die Werkstatt. Ja, ja, Trelleburg ist Werkstatt. Ja, eben. Und bis Malmö, wir sind ja quasi schon in Malmö. Boah. Ja, du bist ja mit dem Heck aus Trelleburg raus und mal schon fast mit der Front in Malmö. Bist du hinter mir? Ja, du bist hier nur am Rumspringen. Chris sollte hinten bleiben. Ist, glaube ich, sinnvoll. Hinten bin ich. Ja, genau deshalb. Genau. Was ist denn hier für eine Verkehrsführung? Keine Ahnung. Aber ich finde, das hätte man ruhig noch ein bisschen komplizierter machen können. Ja, ne? Man blickt ja noch durch. Ja, einmal rausfahren und dann wieder reinfahren, ne? So. Nein. Bleib doch stehen! Oh, scheiße! Was denn? Dann fahren wir halt hier ab. Ah, hast du dich verfahren da oben? Oh, ja, Lumpi fährt interessant ab. Ich bin jetzt auf der Autobahn. Ja, ich bin auch gegangen. Und verfahren. Ja. Ich auch. Bist falsch gefahren. Wer, ich? Ja. Ja? Ja, mein Navi führt mich da lang. Ja, hast du vielleicht Malmö nicht als Ziel eingetragen? Doch. Dann hätte der dich andersrum geführt. Der schickt uns andersrum rein. Ja, der schickt uns. Oder ihr habt den Punkt an einer anderen Stelle gesetzt. Ja. Nein, der schickt uns andersrum rein, weil ich ja in Trelleburg an der Werkstatt bin und der schickt mich hier über das Stück Autobahn, damit ich in Malmö rausfahren kann. Nein, wir sind genau über dieselbe Autobahn gefahren. Wir sind nur früher abgefahren, weil das eigentlich der Weg ist, den man braucht. Ja, er zeigt mir aber gerade einen Weg an. Ich kann auch gar nicht, hätte auch gar nicht anders fahren können, als ich hier jetzt fahre. Doch, ich hab dich doch da unten gesehen. Klar hättest du anders fahren können. Nein, ich doch, glaub mir doch mal was. Bei mir auf der Karte geht es nicht weiter. Mario, du verstehst nicht, was ich meine. Du weißt doch, wo bin ich denn? Ich hab dich doch eben unten auf der Autobahn langfahren sehen, von der wir kurz vorher abgefahren sind. Das war ein anderer. Ich bin ganz woanders. Never. Das war der Aktros mit der Kabeltrommel. Ich hab den gesehen. Nein, ich bin doch unten, Andi ganz unten auf der Karte in der Werkstatt gespawnt. Da sind wir doch alle hergekommen aus Trelleborg. Nein. Doch. Nein. Wir sind nach Trelleborg rübergefahren, natürlich. Guck doch mal auf der Karte, wo ich bin.
Ich bin ganz woanders als ihr. Ich bin weit weg von Malmö. Wo bist du bitte gespawnt? Ja. Du kannst. Du bist doch in Trelleborg gespawnt. Ja, aber ich. Ja, da sind wir alle hergekommen. Ich bin aber weit weg von Malmö. Du siehst mich, guck doch auf der Karte. Ich glaube, ich komme jetzt zu euch. Ich bin unten in Trelleburg in der Werkstatt da gespawnt. Fahre jetzt ein Stück Autobahn und kann in Malmö erst rausfahren. Ja, ich muss auch hin. Wer ist denn dann da unten so komisch? War das vielleicht der Andi, der da so komisch gefahren ist? Das war wahrscheinlich der Andi, ja. Ja. Aber ich komme gerade zu euch. Mein Navi hat mich irgendwie anders geführt. Einmal um den Kreisverkehr hier rum. Ich glaube, war das jetzt so eine gute Idee, dass Lumpy da auch mit hinten hingefahren ist? Weil ich glaube, die Firma ist nicht sehr großzügig ausgestaltet. Es geht aber. So, da haben wir einen weißen Punkt. Wer kühlt denn da? Das bin ich, der hier vor mir steht. Jetzt bin ich nämlich erst brauchst da gar nicht, Malmö. Brauchst da gar nicht rechts reinfahren. Das, da kommst du nie wieder raus. Doch, das geht. Naja, also... Ja. Abgeliefert. Nee, nicht Weltkarte, ich will Auftrag gucken. Frachtmarkt. Ich fahr mal ein Stückchen weiter vor, damit hier Dings. So, ich bin jetzt erst nämlich in Malmö rein. Deswegen sag ich doch, du kannst mich nicht gesehen haben. Der sah genauso aus, der LKW. Ja, glaub mir doch mal was. Ich weiß doch, wo ich gestanden hab. Na, da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Ja, doch. Ja, nee. Ich hab extra noch reingezoomt, damit du es dir in meiner Folge angucken kannst. Ich konnte nämlich nur auf den Autobahnabschnitt an dem Verteiler, an dem ich war, weil geradeaus war nix Straße. Da war nicht mal mehr ein Feldweg. Anni, du stehst da sehr gut mitten auf der Straße. Hallo. Hallo. Geil, ne? Zudem die Problematik hier auch ist im ETS 2 Multiplayer, es gibt nicht nur eine fahrende Kabeltrommel. Ich glaube, das funktioniert mir nicht mehr. Boah, ist mir warm. Ist angekommen? Hallo? Ja, das ist angekommen. Schwer? Wo seid ihr? Nicht. Wir stehen hier vor der Firmenausfahrt. Fahr mal weiter geradeaus. Ich glaube, die sind da vorne, oder? Nee, die sind da links in der Firma drin. Alle beide? Ich komme jetzt wieder alle raus. Beide. Ich habe abgeliefert. Ich komme jetzt raus. Ah, ja. Und der Lumpi, der ist vor uns, glaube ich. Nee, der Lumpi ist auch in der Firma. Auch in der Firma? Wobei wir jetzt sowieso direkt weiterfahren können eigentlich, oder? Oder Gerd, hast du den, bekommst du den neuen Auftrag noch? Nein, ist weg. Okay. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Als nächstes geht's, glaube ich, dann nach. Nach Mainz. Karlskrona. Karlskrona, ja. Werden die Kabeltrommel abgeliefert. Ja, aber tut, ich gehe jetzt. Was wollen die mit so vielen Kabeltrommeln? Alles klar, Chris. Dann setze ich mir kein Navi-Ziel, da fahre ich einfach hinter Andi her. Hat leider keinen Erfolg. Ach, stimmt, Mayo hat ja diesen schwarzen LKW. Ja. Moment, ich muss mal gerade Malmö aus meiner Liste nehmen, damit er mich jetzt richtig schickt. Lässt du mich durch, Gerd? Ja. Danke. Ja, Mayo hat den schwarzen LKW, genau. Andi, wir nehmen nicht mehr dieselbe Fracht. Der Nick hält mich, so, hält mich, hält dich für mich. Direkt in meinem Auftrag. Moment, aber irgendwie fährt der Nick gerade alles falsch, klar. Ne? Nö, laut meinem Navi fahre ich richtig. Wir sehen uns. Bis dann, Chris. Hast du vielleicht noch irgendeinen Punkt markiert? Ja. Gute Nacht. Hast du vielleicht noch irgendeinen Punkt markiert, der so nicht ganz richtig ist? Wer steht da eigentlich rechts von uns? In der Werkstatt, Frage. Wo auch immer. Also der Nick fährt richtig. Okay, warte, ich hol mal eben meinen Punkt raus. Zurück. Ja, dann sind wir richtig. Juhu. Mal Abfahrt. Jetzt stimmt mal eine Route, Victor, weißt du? Ja. So, wir fahren los. Nein, ernsthaft? Ja! Echt jetzt? Wow. Jetzt muss ich aber gerade mal ganz kurz gucken. Der Nick hat mich eben umsonst blöd angemacht. Wer steht denn da auf der... Warte mal, das ist jetzt... Gerd oder Lumpi, wer steht da jetzt an der Garage?
Ich bin hinter Mayo. Dann steht Lumpi an der Garage. Eng! Ja. Auch! Etwas. Halt doch die Fresse, ey, da mischt sich Cortana ein. Ich werd bekloppt. Andi muss Andi Rückwärtsgang einlegen, dann klappt er mit den Nachbarn. Ich weiß. Wenn Cortana sich. Moment, Moment! Also ich fahr um die Kurve, da kommt die Schwung. Wo bleibt ihr eigentlich? Raus. Weiß ich noch nicht. Ich muss Andi Platz machen, damit er zurücksetzen kann. Warum muss der Andi denn zurücksetzen? Ja, er hat die Abfahrt ein bisschen, naja. Ja, weil Cortana dazwischen gefunkt ist. Ja, ach so, ja, jetzt ist Cortana ja, schuld. Wenn du Cortana sagst. Oh, hallo Cortana. Ich glaube, die muss ich mal ausmachen, die Sau. Ja, ich habe meine aus, haha. Andi, Gang einlegen. Ich glaube, ich habe meine Cortana nicht aus. Andi, vorwärts! Und wehe, das Mistvieh geht jetzt an. Mein Schnuffel! So! Und jetzt rechts rum. Nee, links rum. Rechts rum. Ja, jetzt rechts rum. Denkt ihr zu mir links rum, weißt du? Ja, das ist das andere links. Ja. Wo hänge ich denn? Ach so, ja, stimmt. Die Auflieger, die schwenken dafür, dass wir weniger Platz in die Richtung brauchen, ein bisschen sehr stark aus. Yeah. Andi? Ja, jetzt haben sie mich gerade angehupt. Jetzt lacht er auch noch so komisch. Da. So, jetzt aber. Lumpi ist auch da. Moment, hä? Ja, das meinte ich ja. Lumpi steht ja irgendwie an der Garage noch. Fahr mal hier runter und warte dann. Ja. Boah, Andi, das war aber knapp mit dem Heck und der Leitplanke. Augenmaß! Ja, natürlich. Davon hat er ja auch so viel. Ja. Hä? Was ist Lumpi? Nix. Meine Fresse, dann halt so. Geht mal um Standstreifen hier, dann können wir auf Lumpi warten. Die Kinder, ich stehe auf den Streifen der Stand. Also ich sehe, eine Sache wird mir jetzt gerade klar, ne? Ja. Der Mega-Konvoi zu meinem 1000-Abo-Special mit der Community, der wird langzeitlich. Wir müssen morgens um 7 anfangen, damit wir abends um 11 fertig sind. Ja. Da kannst du keine Riesenstrecke nehmen. Nein, das nicht. Und B, da ist ja der Vorteil, da wird auch nicht gewartet. Ich bin dafür, dass wir von Köln nach Düsseldorf fahren. Nein, wir gucken. Ich glaube, das reicht. Nein. So, wo musst du denn hin in Karlskrona? Warte, kann ich ja gleich sagen. Ich muss hin, wie heißt denn der Laden? Das ist dieses komische Schild da links in Karlskrona. Das an der mittleren Straße oder das an der linken Straße? Bei mir an der linken Straße. Drecks-Car, okay. Drecks-Car. Ja. Ja. Ja, okay. Passt. Ich muss nach Norsken. Was will denn also der jetzt mit seinem Renault? Also Norsken in der mittleren Straße. Jo. Ja, fahr doch vorbei, Mann. Ey Junge, du musst schalten, dass du schneller wirst. Ne? Gehe hier und blinke. Ich glaube, irgendwann geht mein Warnblinker noch kaputt, wenn er so weitergeht. Ja. Was? Neymar wechselt zu Paris Saint-Germain? Das ist doch nichts Neues. So, ich warte hier noch auf Lump, dann kann ich mal eben gucken. Was kostet das jetzt? Dass du wartest, oder? Nee, der Hanswurst. 222 Millionen Euro. Ja, der Geld ist aber wieder zurückgegangen. Ja. Der kostet mehr als das ganze Stadion. Ja, die haben das Geld nach Frankreich zurücktransferiert. Wovon redet ihr? Fußball. Über den Transfer von Neymar. Ja, Junior.
Geht ja. Der jetzt doch nicht dahin? Nein, oder was? Der Nein. Geht nicht. Nein, die haben das Geld zurücktransferiert. Der Deal ist geplatzt. Zum Leidwesen der Franzosen. Die Franzmänner wissen schon, warum die den verkaufen wollten. Ja, umgekehrt. Kaufen wollten.